Heute wird Maße genommen für ein Pullover. Also als erstes habe ich den Hals ausgemessen, so wie er es haben möchte. Man kann, wie gesagt, es so länger oder breiter. So hat er es halt entschieden, er möchte es breiter. Habe es danach nochmal ein Stückchen besser hingelegt, wenn es gerade sein sollte, dass es ungefähr auch so liegen könnte. Und da hat er gesagt, oder gezeigt, es sind 59 cm am Hals. Habe ich die Maße sogar auch aufgeschrieben und euch gezeigt. Danach habe ich angefangen, den Unterarm zu messen. Also geschätzt sind es 27 cm. So habe ich das auch bei meiner Oma gestrickt. Also denke ich mal, dass es bei ihm auch passen würde. Also wie gesagt, von oben in der Mitte bis runter zum Nadelmaß, also Nahtzugabe, Abschluss. Dass es für ihn locker ist, dass es nicht eng wird. Dann wollte er es ungefähr so groß haben wie sein T-Shirt. Dass es ein bisschen schief war, habe ich dann noch mal später noch mal gemessen. Und zwar wollte er 65 cm haben. Das mir nochmal extra gezeigt. Jetzt messen wir den Arm von ungefähr der Mitte, da wo der Kragen beginnt, bis zu seinen Ärmeln. Habe ich gemessen, sind 67 cm. Jeder Arm ist anders. Also ich habe einen Körper von 60 und Arme sind 70 zum Beispiel. Ja, so ist es von meiner Mom, so ist es bei mir. Bei meiner Oma ist jetzt anders wiederum, die Ärmel. Also da bei den Ärmeln muss man wirklich achten und gucken, ob es wirklich die Zentimeter stimmt. Oder passend rot. So kann man halt einen Körper ausmessen. Da wollte ich jetzt auch nochmal die Seiten messen, was für mich auf eine Art und Weise blöd ist, also von der Schulter bis zur Schulter. Ja, weil man das halt nicht braucht. Weil eine Raglanlinie, die ist ja von Hals bis zum bis zu den Achseln. Und nach den Achseln tut man ja ein bisschen runterstricken, wenn man die Breite erreicht hat. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, so wie ich es messe. Gemessen habe. Ich hoffe, ihr habt es gut gesehen. Ja. Daher, warum nicht, hat es euch gefallen. Ich mache es ja nicht so oft.